Hallo und herzlich willkommen zu Sims Evolution. Mein Name ist Shaman Jean und ich freue mich sehr, dass ihr alle hier reingeschaltet habt. Und ich brauche irgendwie einen neuen Text, keine Ahnung. Immer das Gleiche, das ist auch ein bisschen langweilig. Bei der letzten Folge haben wir erfahren, dass die Mutter von Annalena, die Biene, Bockmeierin, schwanger ist. Wir wissen nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass die Gute hier schwanger ist. Keine Ahnung von wem, keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich weiß von gar nichts. Ich weiß noch nicht mal, oder ob wir was verpasst haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Das kann noch nicht. Ich bin immer noch baff. Das ändert sich nicht. Und wir haben noch bei der letzten Folge noch ein Katerchen gekauft. Also gekauft, geholt. Oh, du bist süß, Nuffi, Nuffi, Nuffi. Oh, ich könnte dich nur noch knuddeln. Oh, ist ja nicht süß. Auch wenn du ganz hässlich wirst, aber ich finde dich trotzdem süß. So, danach kann sie Zuneigung. Reden, Leckerchen geben. Oh, du bist so süß. Kann man so süß sein? Na, jagen nicht. Na los, komm. Oh, ihr versteht euch bestimmt schon. Naja, und danach muss leider ins Bett. Du hast morgen Schule. Tut mir echt leid, aber da musst du durch. Wann wirst du? Oh, in 5 Tagen wird sie Teenager. Oh mein Gott, das geht aber auch schnell, ne? Aber in 2 ging es ja schneller. Säugling zum Kleinkind? Kleinkind. Zum. Teenie. Ja, er trainiert sich wieder tot, oder was? Kannst mal aufhören. Dann kannst du auch mal hier was essen. Danach kannst du hier deine schwangere Frau hier begleiten und schlafen. Sowas. Komm, du musst bestimmt erstmal Küchen essen. Du kannst sie hier kratzen und dann schlafen. Ich bin immer noch baff, da kriegt die Alte ein Kind. Ich weiß, ich muss schon aufhören damit, aber irgendwie. Wie kann es nur passieren? Ich hörte das eigentlich nicht. Aber gut, wenn Zufall ist, ist es auch gut. Was hat er da gemacht? Blöde Kuh. Aber er weiß davon auch schon Bescheid. Das heißt, die hatten Techtelmechtel oder was zusammen. Idioten. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das Ding. Eva. Na. Haus bewachen, wie wär's damit? Jetzt alle, können wir ein bisschen vorspulen. Na gut, nicht ganz alle, weil der Vater, der ist ja noch wach.
ihre Hausaufgaben jetzt geschafft? What? Nur 18%? Die Doofe, was soll das? Ja. Wer kriegt denn hier? Du bist ein toller Hund. Du bist ein ganz feiner. Wir haben Vollmond. Aber wo sind die denn, die Viecher? Die sind noch nicht hier. Gut. Da! Da bist du gestört, Junge. Ich wusste es. Ah, komm, hau ab. Sam, Sika. Zuerst normal und dann wieder gestört. Komm, mach einen Abflug hier. Hau ab. Braucht dich keiner hier. The Walking Dead. Ach komm, hau ab, du bist langweilig. Ja! Das kannst du ihn nicht beißen? Komm. Kann er nicht. Okay. Ja! Und einen Hund adoptieren. Ach, können wir doch jetzt schon danach. Hundi. Noch ein Hundi. Ich glaube, wir müssen ganz viele Tiere haben, dass das nicht normal passiert, dass wir Kinder kriegen. Aber ich denke mal, die bilden. Keine Ahnung, die waren ja oft alleine, ne? Ich habe sie schnell gepimpert, wo ich nur bei Dings geguckt habe. Bei Annalena. Kann ja auch sein. Hundi. Oh, so viele Katzen sind schon weg. Oder nicht mehr? Oder eine Hund ist weg. Oh, den wollte ich doch haben. Jetzt ist er weg. Warte mal, nicht zerstörig, treu, stolz. Kleiner Hund, Welpe. Und hier, kleiner Hund, Welpe, schüchtern und Ferkel. Nee, will ich nicht haben. Großer Hund, Foxy Hund. Welpe. Nicht zerstörig, ruhig. Dann nehmen wir den. Das sieht komisch aus, aber... Ich weiß gar nicht, war das ein Weibchen oder ein Männchen? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Oh mein Gott, ich hab nicht drauf geachtet, ich doofe. Ja. Kannst du dich auch von ihm beißen lassen? Du bist auch zum Zombie, vielleicht kriegen wir auch ein Zombie-Kind. Ja. Auch nicht schlecht. Oh, Waschmaschine hör ich. Wir müssen auch bald ein neues Familienmitglied kriegen. Nicht das Kind, was jetzt da. Das dauert noch. Bist du schon dicker geworden? Du Doofe? Ja, die ist schon dicker geworden. Du bist eine Doofe. Kinderschuhe will sie auch noch haben. Muss das sein? Oh, du nervst! Du blödes Zombie-Vieh. Habe ich nicht so und so. Warte mal. Habe ich hier nicht. Hier. Da! Ein Abflug. Hotel? Jetzt.
schön, die so, Sehr die dicke Sätze singen. Fluss. Ich habe voll Bock auf dieses Spiel. Wie heißt es? Ah. Pflanzen versus Zombie? Irgendwie sowas. Oh, ich bin natürlich. Ich glaube, ich hole mir das. Den ersten Teil meine ich. Den zweiten Teil weiß ich nicht. Ja. Das ist so süß. Dieses Spiel ist so süß. Wir haben einen Hundi. Sieht auch komisch aus. Was bist du? Männlein oder Weiblein? Männlein, war klar. Aber wird schon in 5 Tagen älter. Oh, komm, nee. Handstüffeln lassen, streicheln, reden und dann hochnehmen. Und dann kommt er noch. Kommt er auch noch oben. Ich hab voll die komische Hautfarbe. Ist halt jetzt zum Zombie? Zombie sag ich schon. Ah. Oh, Fanto snarled. Oh, das will er nicht. Fanto! Sag ich mal, no! Muschi! Komm, bring ihn mit nach oben. Los, komm. Mach schneller. Warum drück ich immer? Auf Pause. So, Tier absetzen. Komm mal hier. Ich brauche ihn. Die hat auch Hunger, die Doofe. Die hat immer Hunger. Zulala! Jetzt geht er wieder, okay. Ach so, jetzt ist er normal. Was will er hier? Hau ab! Kommst du immer noch? Ich bin zu faul, bin zu süß. Das ist so gestört. Am Wunder, dass er ein Zombie geworden ist. Oh, gibt's keine Reste mehr. Die spielen jetzt zusammen. Oh. Oh Gott, ich dachte. Aber kann leider kein Katzenklapp benutzen. Musst du nicht trainieren? Ich mach draußen wieder Hausaufgaben. Aber ein Pferdchen holen wir jetzt nicht. Oh, wir haben schon 4000. Kann ich mir da jetzt was holen für sie? Starker Magen. Donnerstag. Passt ja.
Gusa B. Nee, ich glaube nicht, dass wir noch ein Pferdchen holen, oder? Wenn ja, dann so ein älteres. Aber wie viele Tiere soll ich hier noch anschaffen? Das reicht doch, oder? Oder wollt ihr noch, dass ich noch ein Pferdchen hole? Könnt ihr gerne einen Kommentar dazu schreiben. So. Hat es geschafft? Ja, zu 100%. Oh, du bist ein braves Mädchen. Du musst doch zur Schule jetzt. Tut mir echt leid. Lol. Ich bitte echt mit diesem Ding. Ich will das sehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Komm, spiel mal. Guck mal, da kommt die Fette. Die Fette. So. Ah, oh, das ist ja süß. Oh Gott, das finde ich so schlimm. Oh, ich mag dieses Vieh. Ich weiß gar nicht, wie dieses Vieh heißt. Könnt ihr mir ja auch gerne einen Kommentar dazu schreiben. Wie dieses Vieh heißt. Oh, ist ja süß. Das ist so süß. Ja. Das ist so süß. Ich hol mir den ersten Teil. Davon. Das ist so süß. Ja. Das ist so süß. Oh Gott, da geht mein Herz auf. Du kannst ja Frühstück machen. Richtig Tempo. Schweißfrei. So, die Gute muss hart arbeiten. So, was hat sie denn für Freunde? Ja, die Beine musste sich nur anfreuen. Was jetzt passiert? Oh, verpiss dich. Ich bezahle doch. Verpiss dich. Ich klapp mir jetzt ein Fenster, dein Ernst? Was hast du da geklaut jetzt? Ich hab jetzt nichts verstanden. Komm, bring mir mal einen Trick bei. Oh, der hat Hunger. Das bist du nicht. Die sind noch in der Schule. Oh mein Gott. Pferd adoptieren? Ich weiß nicht. Ihr könnt ja, habe ich ja schon gesagt, dass ihr gerne einen Kommentar dazu schreiben
könnt, wir jetzt ein Pferdchen holen oder auch nicht, ich weiß es nicht, könnt ihr gerne mal schreiben. Wenn ihr sagt ja oder nein, ganz bei euch. Was? Oh, sie darf noch so Fichte stemmen. Komm, lern mal irgendwas Sinnvolles. Obwohl, du kannst ja erstmal. Wieder was mampfen. Und danach. Ja, und dann erst. Und dann. Keine Ahnung. Riglum. Oh, der bringt ihn zurück. Darko, Swibs. Swibs. Ich? Genau, wir könnten mal beste Freunde werden, ne? So süß, ihr seid so knuffelig. Aber vielleicht ändere ich die auch noch vom Aussehen her. Habe ich bei so einem 2 ja nicht gemacht. Ich will es auch ein bisschen anders machen. Ich will ja nicht, dass es so genau gleich abläuft. Das will ich auch nicht. Komm hier auf zum Mampfen. Oh Gott, sind die süß. Oh, ihr seid so süß. Ach, sie kann jetzt echt nach Hause. Deine Hausaufgaben machen. Hier noch. Es klingt auch ekelhaft, ne? Reste essen. Ess mal die Reste. Das klingt so ekelhaft. Oh, Eva. Launisch werden. Zum Fenster schauen. Haus bewachen. Oh. Oh, die sind so süß, oh Gott. Ich dachte, oh süß. Kann man so süß sein. Genau, mach Haushalt. Das bisschen Haushalt mach ich nicht von allein nach meinem Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht ein bisschen anders. Das bisschen Haushalt, la 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 la. Ich hasse dieses Lied, aber. Jackie Penn? Du blöde Sau. Aber du stirbst mir hier nicht weg, ne? Nein. Oh, einfach ein Männchen beibringen lassen. 250. Komm, ess mal was und danach. Euer Hundi. Bleib doch mal stehen. Ich meine, du bist so süß, ey. Oh, man kann den schon tauziehen machen.
bekommt, was für ihn gekommen. Darfst du auch nicht vergessen, ne? Ja, bleib stehen. Ein Schmatzer geben und dann geht sie schlafen. Oh, sozial wird aufgebaut, ist gut. Ich bin so niedlich. Ja, ich spur auch ein bisschen vor. So, komm. Herumblöden, anbellen. Tiere müssen schon Kontakt haben, sonst sind sie alle wieder weg. Sonst geht es ihnen allen ganz gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Ach Gottchen. Ach Gottchen, Gottchen, Gottchen. Das hat sich aber komisch angehört. Was war denn das? Bestimmt das Einhorn da hinten. Immer da, wo man nicht hinkommt. Oh, da schlafen die jetzt alle. Oh, Banubi! Ja, ist was. Noch trainieren. Saure Wäsche rausholen. Wäsche waschen. Danach kannst du gerne wieder schlafen. Ist mir egal. Ein bisschen schwimmen. Warum auch nicht? Krempel weggenommen. Oh Gott. Ach, der Hund kann da gar nicht hin, ne? Dann leg dich hier hin, komm. Genau, schlaf da. Gottchen, ein weiterer Sim-Tag ist jetzt vergangen und ich muss auch noch sagen, ich muss leider diese Folge beenden, denn das nächste Mal werde ich ja wieder reinschalten und dann hoffe ich, dass ihr mehr was dazu was geschrieben habt,
ob wir noch ein Pferd adoptieren oder auch nicht. Ich nehme jetzt auch erstmal ein paar Folgen am Stück auf. Und ja. Das heißt, wenn ich eure Nachricht lese, dann kann es schon sein, dass wir schon zwei Folgen schon erst nach der zweite oder dritte Folge erst dann das mache. Pferd adoptiere oder auch nicht. Also ich werde noch ein bis zwei Folgen noch machen. Ja, dass ich erstmal was voraus habe. Also liebe Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.